Hallihallo. Ich freue mich, dass Sie sich interessieren für die Atemtechniken, die ich zum Üben anbiete. Und ich habe dieses kleine Video aufgenommen, um zu erklären, wie man sich am besten auf so eine Session vorbereitet. Am Anfang treffen wir uns einfach im Sitzen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um ein bisschen anzukommen. Und mit den anderen Teilnehmern und mir so ein bisschen Verbindung aufzunehmen. Das heißt, einfach mal ankommen und alles, was vorher war, so ein bisschen an der Tür lassen. Das ist immer noch da, wenn wir eine gute Stunde später mit den Übungen fertig sind. Das heißt, für die Zeit dazwischen kann das einfach mal außen vor bleiben. Wohlbefinden im weiteren Sinne dreht, was für diese Session so die Anregungen zur inneren Reflexion bietet und mit dem wir uns dann im Nachgang auch noch ein bisschen weiter beschäftigen können, um zu sehen, in welche Richtung könnte ich denn da was anders machen wollen in meinem Leben. Vielleicht gibt es da auch gar nicht so viel anders zu machen, vielleicht darf man auch einfach bei sich bleiben und sagen, in dem Bereich, da läuft es gerade schon richtig gut und das darf ich jetzt einfach mal wertschätzen und dankbar dafür sein. Das heißt, was auch immer es ist, es ist einfach so eine innere Reflexion um ein bestimmtes Thema. Und dann für den Atemteil werden wir uns auf die bequemer. Und wenn es sein muss, dann kann man es auch im Bett üben. Da besteht dann die Gefahr, dass man vielleicht schnell mal einschläft, weil das ist ja normalerweise was wir im Bett tun und der Körper geht quasi zur üblichen Antwort auf den Platz, an dem wir uns da befinden. Aber manchmal ist es halt nicht anders möglich und dann ist das auch in Ordnung. Viele Leute empfinden diese Übung als kühlend in ihrem Körper, diese Atemübung. Das heißt, wenn sie dazu tendieren, schnell kalte Hände oder kalte Füße zu bekommen, dann würde ich eine Decke neben dran legen oder mich gleich von Anfang an zudecken. Mir geht's so, mir wird immer kalt dabei, das heißt, ich übe das immer unter einer Decke. Und wenn Sie ein bisschen Probleme mit dem unteren Rücken haben oder da auch einfach nur etwas zu Verspannungen neigen, dann ist es super, ein Polster oder eine weitere aufgerollte Decke unter die Kniekehlen zu legen, wenn Sie auf dem Rücken liegen. Die Arme kommen dann geöffnet an die Seiten des Körpers, die Handflächen zeigen nach oben. Damit können wir hier den Brustbereich schön öffnen. Damit kriegen wir quasi maximal viel Luft. Der Kopf liegt entweder flach auf dem Boden oder, falls es zu hart ist, dann nur ein ganz flaches Kissen drunter legen, damit hier auch im Raum des Kehlkopfes viel Platz zum Atmen ist. Weil wenn das Kissen zu hoch ist, dann kann es sein, dass meine Atmung hier beeinträchtigt wird. Ganz wichtig ist eine Bedeckung für die Augen. Und das kann entweder so ein kleines Augenkissen sein oder eine Schlafmaske oder auch einfach irgendein Schal oder irgendein Tuch, was man da gefaltet drüber legt. Und der Grund dafür ist, dass unser visuelles Sehen, unser Sinnesorgan ist, mit dem wir die meisten Eindrücke aufnehmen. Das benutzen wir den ganzen Tag am meisten. Und wenn wir diesen Sinn dann quasi schlafen legen für eine Weile, indem wir was über die Augen legen, und quasi, selbst wenn wir unwillkürlich die Augen öffnen wollten während des Atmens, dann erinnert uns das, was da drauf liegt, daran, dass dieser Sinn jetzt gerade mal nicht verwendet wird. Dann werden die anderen Sinneswahrnehmungen geschärft. Und das hilft uns damit, tiefer uns nach innen zu verbinden und da einfach präsent zu bleiben. Und dann
wären wir natürlich gerne ungestört. Wir brauchen also das eine Gerät, mit dem Sie sich zu der Session verbinden. Aber abgesehen davon ist es super, wenn alle anderen Benachrichtigungen dabei ausgeschaltet werden können, sodass wir wirklich ungestört sind in diesem kleinen Übungszeitraum. Für danach ist es gut, eine Flasche Wasser greifbar zu haben, denn wir bewegen in diesen Übungen sehr viel Energie und damit dürfen wir hinterher uns wieder gut hydrieren, um das auszugleichen und auch einfach ordentlich noch durchzuspülen. Abgesehen davon würde ich empfehlen, Schreibzeug in der Nähe zu haben. Für viele von uns hilft es sehr gut, Sachen aufzuschreiben danach, die vielleicht während der Session hochgekommen sind, vielleicht zu dem Thema, über das wir gesprochen haben. Oft passiert es, dass wir irgendwelche Ideen oder Gedanken im Laufe einer solchen Session haben und wir können die quasi ein bisschen mehr in die materielle Welt bringen, indem wir sie zu Papier bringen. Ansonsten kann es schon sein, dass viele von diesen Gedanken und vielleicht sogar guten Ideen danach bald wieder weg sind. Das heißt, sich nach der Session noch ein paar Minuten zu nehmen, um einfach zu reflektieren und Notizen zu machen und noch ein bisschen bei sich zu bleiben, ist, wie wir das meiste für uns in dieser Praxis gewinnen können. Und damit freue ich mich sehr, dass Sie dabei sind.